Kakao ist eines der wichtigsten Produkte, die von der neuen EU-Verordnung zur Bekämpfung der weltweiten Entwaldung betroffen sind. Ein wichtiger Akteur in dieser Branche ist Belgien. Umso mehr begrüßt das Unternehmen Vollers aus Antwerpen den Vorschlag der Europäischen Kommission, die Umsetzung der Verordnung um ein Jahr zu verschieben. For us, it is important to know what kind of combinations there will be, how parcels will be entering into Europe and what the certification platform will be. Where can we find the information? Who will give us the information? Certainly, as a warehouse keeper, that is important. On which document do we need to set the information? Are we going to put it on the customs clearances, yes or no? So that was quite important. Der Verordnung zufolge brauchen Kakaoimporte einen Nachweis über die Herkunft der Bohnen, was zusätzlichen Verwaltungsaufwand mit sich bringt. Die Kommission schlägt daher vor, 12 Monate mehr Zeit für die Klärung dieser Verfahren einzuräumen. Die Bemühungen um den Erhalt der Wälder bremst dies allerdings aus. Die Verordnung soll den Zugang zum europäischen Markt für Produkte eingrenzen, die zur weltweiten Abholzung und Waldschädigung beitragen. Insbesondere Kakao, Kaffee, Soja, Palmöl und Holz. Für Umweltschutzorganisationen ist der Aufschub ein Fehler. The EU is a significant driver of deforestation worldwide. We say that the EU is the second biggest importer of deforestation in the world, only after China, which has a much bigger population. Now that doesn't mean that the EU is going overseas and cutting down forests. What it means is that a lot of the products that we import and consume in the European Union are produced at the cost of forests worldwide, both inside Europe and outside Europe. Nach Ansicht von Umweltschutzorganisationen könnte die neue Verordnung tatsächlich etwas bewirken. Die EU soll für die Entwaldung von mehr als 248.000 Hektar pro Jahr verantwortlich sein. Eine Fläche fast so groß wie ganz Luxemburg.